Es gibt irgendwo noch die Möglichkeit, da Bolzen für Kriegsmaschinen drin zu lagern, aber die brauchen wir nicht. Daher will ich das jetzt auch gar nicht da drin haben. Gather Plants, ja, die Leute haben zu tun. Da graben sich jetzt immer zwei durch. Das ist Cinnabar, auch kein interessanter Stein, schade. Wenn da das, die ersten hier fertig sind, können wir daraus dann auch das Passende machen, nur die brauchen halt alle noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich setze nochmal einen Cut an, dann kann ich das hier ein bisschen weiterlaufen lassen, damit ihr nicht gelangweilt seid. Oh, noch eine Sache kann ich vorher noch in Auftrag geben, wenn wir gerade dabei sind. Und da oben eh bald den Durchgang haben, wir können hier einmal sagen, Remove Stairs. Es wird zwar auch dauern, bis sich darum gekümmert wird, aber wir haben dann ja momentan den Eingang, Durchgang oben rum zur Not. Das ist halt wichtig, damit wir dort die Brücke hinter vollwertig nutzen können. Ja. Und dann kommt jetzt der Cut und wir sehen uns, wenn hier was Interessantes passiert ist. Bis dann, Leute. Hi Leute, da bin ich wieder. Ich beobachte gerade, wie hier unser Stockpile ausgegraben wird und habe jetzt gerade die Meldung bekommen, dass der Trapper hier gestorben ist. Das war ja unser Melancholie-Zwerg, der da jetzt als Leichnam rumliegt. So, müsste man durchsehen können, ja. Das Shortsword von ihm ist noch übrig. Die restliche Ausrüstung auch. Und irgendwo hier ist sein Leichnam. Das heißt, das Gemecker hat endlich ein Ende. Der Mann hat wahrscheinlich schon hier seinen Sarg, ja. Hat schon Sarg zugesprochen bekommen. Hier oben haben wir die Fortification mittlerweile fertig. Dummerweise waren unsere Masons dabei so dumm, sich da rein einzubauen. Das heißt, wir müssen warten, bis die Minenarbeiter hier das Ding hinten ausgegraben haben. Außerdem habe ich da noch einen Stockpile vorbereitet, den ich hinter Rüstung und Waffen lagern will. Ja, noch sind die Minenarbeiter hier unten zugange. Und ich hoffe, danach kümmern sie sich dann da oben rum. Außerdem klappt die Bronzeproduktion ganz super. Wir haben schon einige Rüstungen in Planung. Und jetzt wurde hier gerade einer, der eigentlich Native Copper Ores schmelzt, von einem Strange Mut überfallen. Ja, vielleicht haben wir Glück. Und der gute Mann kommt auf die Idee, uns dort etwas zu machen. Was taugt. Ja, wir sehen, hier wird an Gold gearbeitet. Hier wird an Eisensachen gearbeitet. Mal sehen, wie viel wir da haben. Zwei. Wir möchten nämlich gleich nochmal einen Goldbarren haben wir dafür deutlich mehr. Und irgendwie haben wir bisher nur einen Schmied. Das muss sich ganz dringend ändern. Ich möchte schon mal etwas in Auftrag geben, nämlich einen Eisenamboss. Geben wir schon mal zwei in Auftrag. Vielleicht auch Herr Glück, die sind bis dahin fertig. Denn dann können wir dort noch mehr Schmieden in Auftrag geben. Dann brauchen wir noch Leute, die sie bearbeiten können. Denn wenn ich mal bei Dwarf Therapist gucke, am besten wieder nach Profession geordnet, gucken wir mal. Diagnostiker. Da haben wir wahrscheinlich gar keinen, der unter dem aufgeführt, weil der immer noch als Mason läuft. Gucken wir mal nach Migration Wave. Dann gucken wir einmal bei ihm hier nach, was genau er eigentlich machen kann momentan. Ja, Stoneworking habe ich ihm weggenommen. Er kümmert sich nur ums Metal Smithing. Das ist schon mal gut. Er hat einen Craft Drugs Workshop claimed. Wenn wir Glück haben, will der diesmal vernünftigere Sachen haben. Ich wollte eigentlich nach den Professionen gucken. Ich kann währenddessen das Hintergrund durchaus schon weiterlaufen lassen. Wo ist das, was ich suche? Da ist das, was ich. Nein, da ist nicht das, was ich suche. Da ist das, was ich suche. Wir haben sogar zwei Leute, die so etwas prinzipiell machen. Einmal der hier war das scheinbar. Nein, der hier. Der auch gerade am Schmieden ist. Und hier oben irgendwo einer, der wahrscheinlich auch noch die Mechanik-Sachen mitmacht und diverse andere Dinge. Das nehmen wir mal weg. Wir brauchen hier jetzt jemanden, der sich vernünftig ums Schmieden kümmert. Und etwas war hier vorne noch. Ja, Woodburning kann raus und Furnace Operation kann raus. Du kümmerst dich jetzt auch mal mit nur ums Schmieden. Changes. Ich muss mal gucken, ob wir noch genug Leute haben, die sich um Architektur kümmern, aber das scheint welche dabei zu sein. Wir haben hier noch einen Mechanik, der macht sowas auch mit, jetzt auch mal mit. Das machen wir mir nämlich in vierstreicherweise immer. Die Mechanik, was habe ich denn jetzt gedrückt? Collapse All. Ups, ich hätte vielleicht Expand All. Aber die Changes sind noch da. Okay, das war nur zum Zusammenklappen. Ja, ansonsten sehen wir, die Leute sind mittlerweile alle ganz gut gelaunt. Und wir sehen hier, er hat eine mysteriöse Konstruktion begonnen. Und er arbeitet gleich. Das heißt, er hat auf jeden Fall alles Zeug, was er braucht, da. Was natürlich richtig geil ist. Außerdem habe ich mittlerweile einige Trainingswaffen. Wir sehen hier schon rumliegen. Training Sword, Training Axes, die auch dem Trupp alle eingestellt sind. Ich hoffe, dass die dann jetzt. Also sie haben jetzt gerade einen Monat Urlaub, weil wir sehen. Jetzt ist ein Timber-Monat, da haben die halt gerade mal nichts. Einen Monat frei, dass die danach hinstellen und damit vernünftig trainieren, das wäre richtig, richtig gut. Hier wird, oder die, ja, die
Wooden Crossbows wurden abgebrochen, weil uns das Holz fehlt. Machen wir halt mal Bone Crossbows. Die sind erstmal so die Grundidee, damit wir eine Masse haben. Ich möchte später mich dann auch hinstellen und alles mit Eisen machen, aber erstmal brauchen wir Waffen. Und ja, wenn er hier fertig ist, können wir uns dahin noch hinstellen und Munition machen. Und währenddessen mal wieder nach unseren Minenbuddlern gucken. Die sind hier nämlich jetzt fast fertig. Kann ich schon mal den Dump-Befehl geben, damit der Stockpile hier langsam freigeräumt wird. Und dann hoffen wir mal, dass das möglichst zügig durch ist und dass sie sich dann jetzt um unseren Eingangsbereich kümmern, weil dummerweise haben sich da ja zwei Masons eingegraben. Aber da kümmert sich noch keiner drum, ist natürlich auch doof. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt hingehen zum Arbeiten. Obwohl doch, ich weiß wahrscheinlich, wo sie jetzt hingehen zum Arbeiten. Nein, gehen sie noch nicht. Okay, wo gehen die denn dann hin? So viel anderes habe ich doch gar nicht mehr, was ausgegraben werden muss. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch? Sie haben auf jeden Fall alle einen Dickbefehl. Der Carpenter hier gerade nichts zu tun hat, weil er ja zu doof ist, sich darum zu kümmern. Und er hier, was hattest du für einen Job? Engineering Mechanics, du hattest eigentlich. Ah, wahrscheinlich ist der Laden, in dem du arbeitest, von jemand anders belegt. Wir können uns mal einen Mechanics Workshop einen zweiten gönnen, wenn wir mittlerweile auch zwei Leute oder drei haben, die daran arbeiten können. Und wo war der hier doch? Ja, Mechanics Workshop da. Und stellt der sich mal. Haben wir da noch ein bisschen mehr zur Auswahl? Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt irgendwann gleich herausfinde, wo die jetzt alle graben wollen. Weil hier ist jetzt alles fertig. Jetzt können wir wenigstens mal den Stockpile hinmachen. Der geht auf Weapons und Weapons und Armor. Fangen wir einfach mal zu Weapon Stockpile an. Ich muss dann eh ein bisschen daran. Nein, Blödsinn, ich bin an der falschen Stelle. Der geht unter Bars, unter B. Ich war schon wieder bei meinem Rüstungsstockpile, aber das natürlich Blödsinn ist. Und zwar, Metal soll komplett da sein. Das muss raus. Das war, ich glaube, F. Ja. Und ja gut, Metal Blocks könnte ich da auch reinpacken. Das ist schon okay, aber vor allen Dingen geht es um die Metal Bars. Dass die mir nicht die Sachen einfach zustopfen können und ich dann auch eine Übersicht bekomme. Wir haben ja nämlich schon Beispiel schon richtig viel Gold hier zusammen. Und das muss dann halt dementsprechend auch versorgt werden. Außerdem können wir noch mehr Bronze Brustplatten schon mal in Auftrag geben. Wenn wir da so viel haben und danach dann auch die restlichen Bronze-Rüstungssachen. Hier kann ich noch ein bisschen was aus Gold aufgeben. Zum Beispiel so ein paar Gold-Einrichtungsgegenstände. Golden Statues kann man mal machen. Die lassen sich dann, glaube ich, auch hoffentlich verkaufen. Also lohnend verkaufen. Müssen wir mal sehen, wie gut sich das dann hält. Mal schauen. Oh, auf jeden Fall haben die sich währenddessen scheinbar hier hingestellt und haben so ein Archery-Target fertig. Das heißt, wir können den Raum hier schon mal auswählen. Als Trainingsstätte machen wir es aber so, dass wir den so auswählen. Und zwar können wir jetzt diverse Dinge einstellen. Diese Leute können hier drin zur Not schlafen, können hier trainieren und ihr Gruppenequipment lagern. Und shoot from left to right ist natürlich falsch. From right to left ist gut, dann schießen sie hier einmal so. Tumpf, 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 dann haben wir dort den Raum damit quasi schon mal vorhanden. Jetzt können die Leute natürlich noch nicht ran, aber sie sind ja noch nicht aktiv. Das ist okay. Ich will jetzt wissen, wo die Leute. Aha, ich habe da so eine Idee. Nein. Irgendwo habe ich doch gar nichts mehr zu graben drin. Wir haben mittlerweile fast alle Betten fertig und alles. Und die Leute müssen irgendwo graben, aber ich verstehe nicht wo. Gehen wir mal von hier aus einmal alles hoch. Da sind noch Aufträge hier unten. Es sind noch ein bisschen Aufträge. Oh, hatte ich hier. Habe ich wohl scheinbar. Aha, ich habe da einfach mal was aufgegeben gehabt, was die dann jetzt abbauen, langsam und genüsslich. Ihr sollt euch hier drum kümmern. Mann, 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 Mann. Jetzt laufen sie hier alle wieder hoch. Müsste man aber auch sehen können, wo sie jetzt als nächstes arbeiten. Ich stelle mich erstmal hin und ein paar Sachen davon nehme ich wieder weg, bevor unsere Leute da oben einfach anfangen zu verhungern und zu verdursten, weil sich da schnell genug gekümmert wird. Gold haben wir auch hoffentlich so noch genug. Sonst bekommen wir etwa die Meldung, dass es dafür fehlt. Das brechen wir auch mal zeitweise ab. Da muss hier nicht einer anfangen, obwohl das wird maximal einer machen. Das wäre also okay. Da bauen sie Dinge ab, die wir nicht brauchen. Nämlich das hier. Okay, wir brauchen das etwa schon noch, aber nicht jetzt. Da sind mir zwei Sachen zum Abbauen in Auftrag gegeben. Gut. Müssten sie ja langsam sich auch da hin auf den Weg machen, hoffentlich.
bist der Woodwalker. Der gute Mann steht hier alleine rum im Individual Command. Ha, der hat zwar gerade seine Freizeit, der Militia Commander scheinbar. Der gute Mincott macht deswegen jetzt aber Individual Combat Training. Dann können ja mal wieder einen Blick auf unsere Military Skills werfen. Und das Ganze nicht wieder nach Squad sortiert. Der gute Mincott, was er denn mittlerweile kann. Mincott müsste hier unten ja irgendwo sein, dort. Kann immerhin Fighter 3. Ja, der macht sich da langsam. Ja, die anderen natürlich nicht. Wir sehen jetzt auch, wenn wir aufs Inventar gehen, dass er das Aldar Training Sword hat und, nein, das ist ein Bone Greaves, das ist Kleidung, und da haben wir das Obsidian Short Sword. Also er hat sowohl das richtige Kurzschwert als auch ein Trainingsschwert dabei, in der Hoffnung, dass er dann beides verwendet. Und währenddessen seid ihr hier. Okay, der ist ein bisschen durstig, ist aber noch nicht so schlimm. Wo zur Hölle stecken meine Minenarbeiter schon wieder alle? Da, dann wird hier einfach mal mehr abgebrochen. Können Sie sich da später drum kümmern? Aber ich möchte, dass sich hier jetzt jemand dran setzt. So schwer kann das doch nicht sein. Ah, da setzen sie sich jetzt dran. Okay. Das Reisegebiet habe. Hier möchte ich gerne hinter einen kleinen Schalterraum reinmachen. Deswegen hatte ich das in Auftrag gegeben. Aber das muss jetzt auch noch nicht gemacht werden. Hoffentlich kümmert der sich dann gleich darum. Das wäre gut. Weil. Das ist wahrscheinlich, unser Kollege, der angefangen hat, wild rumzuschreien und Dinge zu basteln, hat. Okirazin, eine Cheryl Bale, eine Birkenkrone, also eine Holzkrone, fertiggestellt. Sehen wir, ja, den Cheese Nut Earring haben wir immer noch, die Birkencrown. Ist halt auch gut einiges wert, hat wahrscheinlich auch wieder eine Beschreibung. Dum, 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 ja, höchste Qualität und so. Was steht denn da drauf? Also es geht wohl um den Menghumidea, was wohl ein Zwerg war, scheinbar irgendein Held oder sowas. To the Satiation of the Dwarf Meng. Ah, es geht darum, dass er als König des of Hems. Ich weiß natürlich nicht, was Hems ist, scheint eine Stadt zu sein, eingesetzt wurde im Jahre 112 und das ist eine Ehrung davon, die er in dieses Ding reingeritzt hat. Das ist schon mal ganz cool. Und da ist das Ding jetzt auch wieder frei, deswegen stellen wir uns mal hin und sagen: Bone Bolts. Machen wir erstmal ein paar Knochenbolzen, solange wir es können. Und dann irgendwann später mehr. Ja. Und ich wollte sich auch da hinkommen, sich drum kümmern. Ah, da unten kommt er gut. Im Hintergrund brechen sie ab und zu ab, irgendwelche Edelsteine zu arbeiten. Das ist einfach, wenn die Masse von Edelsteinen, die dafür gebraucht wird, nicht mehr da ist. Ist aber nicht schlimm. Ich gebe dann halt ab und zu mal wieder neue in Auftrag. Ja, für den Anvil fehlt es jetzt scheinbar noch. So, das Problem ist, der gute Mann ist da unten zwar jetzt fertig, aber bleibt darin doof stehen, weil er nichts anderes zu tun hat. Weil er ja seine Arbeit hier daraus, dass es keine Aufträge bisher mehr gab. Deswegen gehe ich jetzt einfach hin und sag mal hier ein paar Sachen entfernen. Dann sollte der Mann rausrennen, weil er halt jetzt gerade sonst gar nichts zu tun hat. Ja, es blinkt schon. Er kommt da rausgerannt und irgendjemand darf sich jetzt mal hinstellen und hier den Schalter drücken. Das passiert hoffentlich möglichst schnell. Oh, hier sind sie auch am Arbeiten. Das muss ich natürlich wieder abbrechen. Sich hinter dran denken. Ha, es kommt jemand dahin. Sehr gut, sie werden gerettet. Währenddessen steht da jemand doof rum. Ja, ich schlafen wollte und irgendwie rausgehen wollte und jetzt nicht mehr hinkommt. Ha, jetzt geht hier einer unten rein. Hoffentlich kommt er wieder raus. Hoffentlich kommt der wieder raus. Komm da wieder raus. Hallo. Sonst wird gleich der Schalter gedrückt und ja, super. Dann muss ich mir für den auch nochmal was überlegen, wie wir das wieder hinbekommen. Aber scheinbar, okay, er lässt die Kohle dann unten liegen und haut ab oder was? Nein, er steht ja doof rum. Er ist gerade auf Pause, deswegen, ja, toll.